Guten Tag! In diesem Video erklären wir, wie man mit Linien auf der Wolfix-Plattform arbeitet. Um eine neue Preislinie auf die Grafik hinzufügen, klicken wir auf die Preisskala, finden wir den benötigten Preis und mit dem nächsten Klick bestätigen wir die Linieneinstellung. Wenn wir den Preis des bereits eingestellten Volumens ändern möchten, klicken wir auf es mit der linken Maustaste. Finden den notwendigen Preis und bestätigen die Preisänderungen. In der linken Seite wird die Bedeutung des Seitenhistogramms widerspiegelt. In diesem Fall ist es die Volumenbedeutung. Wenn wir mit der rechten Maustaste auf das Volumenbild klicken, ohne es zu markieren, öffnet für uns das Fenster mit den Einstellungen dieses Volumens. Da können wir die Farbe und den Typ der Linie ändern. Und den Zeitraum der Volumenbildung wählen. Visibility ist die Einstellung der Volumendarstellung. Standardmäßig werden alle neuen Linien auf allen kleineren Timeframes widerspiegelt. Wir können aber die Widerspiegelung des Volumens ändern. Zum Beispiel die Linie nur im laufenden Fenster zu widerspiegeln. Man kann auch die Linie auf allen Timeframes sowie auf neueren als auch auf älteren und in allen Fenstern mit diesem Instrument widerspiegeln lassen. Wenn wir All Windows auswählen, wird dann dieses Niveau in allen Fenstern und in allen Instrumenten widerspiegelt. Wenn wir diese Einstellung standardmäßig brauchen, öffnen wir das Hauptfenster MarketWatch, Setup, Global Settings, User, Line Visibility. Wählen wir All Windows aus, klicken wir Apply. Hier verfügt man auch über standardmäßige Einstellungen für neue Linien. Das sind Textpositionen und Preiszonentransparenz. Die beiden Möglichkeiten betrachten wir später. Betrachten wir die nächsten Linieneinstellungen. Note, das ist die Linienfarbe, zum Beispiel Linie 1. Margin, das ist Abstand des Linientextes von der Preisskala. Nehmen wir an, dass wir zwei Linien aus verschiedenen Grafiktypen oder aus verschiedenen Fenstern haben. Wir wollen aber irgendwie markieren, dass wir zwei Niveaus zu diesem Preis haben. Gehen wir dazu zu Niveaueinstellungen und mit Hilfe der Zeiger in der linken unteren Ecke können wir zwischen diesen zwei Niveaus umschalten. Nennen wir die zweite Linie Line 2. Wechseln wir die Farbe auf Grün. Wählen wir den Abstand 5. Auf solche Weise ist es zu sehen, dass es zu diesem Preis zwei Linien gibt. Gehen wir zu weiteren Linieneinstellungen. Position, das ist die Einstellung der Textposition zu der Linie. Der Text kann im Zentrum oder rechts widerspiegelt werden. Area ermöglicht die Einrichtung der Preiszonen. Wenn wir 4 Pips einstellen und Meet wählen, wird dann solche Preiszone mit 4 Pips sowie nach oben als auch nach unten eingerichtet. Wenn wir nur Down wählen, wird dann die Preiszone von dem laufenden Preis mit 4 Pips nach unten eingerichtet. Wir können auch die Transparenz dieser Preiszone einstellen. Hideline gibt uns die Möglichkeit, dieses Preisniveau zu verstecken, falls es momentan nicht gebraucht wird. Lock ist die Sperrung dieses Niveaus. Wenn wir das Niveau sperren, können wir es weder löschen noch seinen Preis ändern. Das ist eine Art Schutz vor zufälligem Löschen des Niveaus. In der rechten unteren Ecke verfügen wir über eine Taste, die unsere Linie kopiert. Wir können auch die Linie auf eine andere Grafik einbauen.
Auf solche Weise können wir auch Zeitlinien hinzufügen. Klicken wir auf die Zeitskala und stellen wir die Linie auf. Wir können die Linie auf die Grafik im Setup-Menü Lines oder mit Hilfe der Kurzbefehle Ctrl plus P einbauen. Man kann auch alle Preisniveaus von dieser Grafik kopieren, alle Preisniveaus löschen, alle Zeitniveaus löschen, alle nicht gesperrten Niveaus löschen oder alle Niveaus von dieser Grafik löschen, sowie Zeit- als auch Preisniveaus. Im Setup-Menü gibt es auch die Funktion Hide Global Line. Sie ermöglicht, alle Linien und Zeichnungen zu verstecken, die von anderen Grafiken kopiert wurden. Anders gesagt, ermöglicht diese Funktion nur die Linien und Zeichnungen auf der Grafik zu lassen, die konkret von dieser Grafik und Timeframe gebaut wurden. In den Einstellungen dieses Fensters Setup, Settings können wir die Textlinienfarbe und die Farbe der Linie standardmäßig für alle weiteren Linien dieser Grafik wählen. Wechseln wir zum Beispiel die Linienfarbe auf Grau. Dann werden alle weiteren Niveaus in Grau eingerichtet. In der rechten oberen Ecke verfügen wir über Linien-Typ-Auswahl, normale Linie oder Alert. Wenn wir Preis-Alert einstellen, wird der Signalton aktiviert, nachdem der Preis dieses Niveau erreicht. Ausführliche Informationen zu den Alerts-Einstellungen haben wir in einem Video. Den Link finden Sie unter diesem Video. Das wäre alles. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen zur Arbeit mit den Niveaus haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Den Kontakt finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.